Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mission in der Age of Empires 4 DLC Kampagne. Wir sind in der vierten Mission 1187, die Hörner von Hitim. Saladins Stunde war gekommen, er versammelte alle Krieger unter seinem Banner und setzte seinen größten Schlachtplan in die Tat um. Saladins großes Ziel war Jerusalem. Er, der Gerechte des Glaubens, wünschte sich nichts sehnlicher, als das Axa-Heiligtum endlich wieder in den Schoß der Gläubigen zu bringen. Zu dieser Zeit brach der dämonische Renault ein weiteres Abkommen, in dem er eine Karawane muslimischer Waren und Händler überfiel. Saladin schwor einen Eid, dieses Monster eigenhändig zu töten. Saladin rief jeden Mann, jedes Schwert und jeden Bogen unter seinem Banner zur Waffe, um seinen Schwur zu erfüllen. Saladin nutzte die jahrzehntelange Feindschaft, um die Wut der muslimischen Heere gegen die Franken zu bündeln. Er plante, den Feind in Windeseile nach Tiberias zu locken. Mal sehen, was diese Mission für uns bereithält. Am Vorabend der Schlacht stellte Saladin Renaud und den Franken eine Falle. Er befahl, die Zitadelle von Tiberias zu belagern. Nicht um sie zu erobern, sondern als Köder. Die Zitadelle wurde von einer Gräfin bewohnt und die fränkischen Herren eilten zu ihrer Rettung. Angeblich führte Renaud den Angriff trotz unserer zahlenmäßigen Stärke selbst an, mit den Worten: Das Feuer lässt sich nicht von der Menge an Holz abschrecken, dass es verbrennen muss. Wie sehr ihn das Echo seiner eigenen Worte verhöhnen würde. Okay, wir starten also mit einer Bande Speerkämpfer. Da ist noch was im Außenposten. Gehören die mir? Die Franken waren eine lange Strecke durch trockene Länder marschiert, ohne Rast und Wasser. Nun würden sie keuchend durch die von Saladins Vorhut verbrannten Felder stolpern. Tja, wir sollen das Ding anzünden, dann laufen die da durch und dann passt das schon. Okay, es brennt für 60 Sekunden. Dann laufen die da durch. Ich frage mich, wie lange dieser Debuff aktiv bleibt. Und wie stark er ist. Okay, sie verlieren. Gott, die sterben so schnell. Ich krieg's gar nicht in den Rauch. Weniger Schaden. Und ich konnte es nicht lesen. Die waren zu schnell weg. So. Das brennt natürlich dann irgendwann ab. Und ich schätze mal, dann ist es nicht mehr verwendbar. Das brannte nur für kurze Zeit. Genau, das sagt er. Erloschen konnten die Flammen nicht mehr entfacht werden. Da können wir die nächsten anzünden. Bringen Sie mal Information, wobei Linienformation, Dankeschön. Ist gegen Reiter durchaus sinnvoll, dass in. Okay, da kommt deutlich mehr. Ist der Debuff krass genug, um auch das zu schlagen? Ansonsten, da komme ich mit der. Okay, ich komme mit der Kamera gar nicht weiter. Ich habe nur begrenzt Kameragebiet gerade. So, fangen wir an, das anzuzünden. Und das brennt für eine Minute. In der Minute sollten die dann wohl ankommen. Okay, da dürfen sie nicht durch. Das brennt und wir stehen bereits hier hinterm Feuer. Der Trupp ist noch nicht ganz angekommen. Vielleicht war es ein bisschen zu früh, das anzuzünden. Aber wir kriegen dafür Funk-Unterstützung. Das ist auch nicht schlecht. Stellen wir euch hier oben auf. Und dann dürft ihr Position halten. Und sein Glanz nahm mit jedem unglückseligen Schritt. Dann stellen wir dem in eine schöne Linienformation. Gucken, dass unsere Speerkämpfer am Leben bleiben, falls möglich. Ja, da wird nach und nach weggeklackert. Damit ist der Trupp auch easy Geschichte. Mal gucken, wo es die nächste Runde Verteidigung stattfindet. Aber bald wurden sie durch frische Truppen ersetzt. Okay, Saladin macht eine Armee bereit und wir sollen die Franken. Ah, nee, das war jetzt das Ziel. Okay, das ist das Tiberias, da darf der Gegner nicht hin. Und das ist eine Base. Okay, das ist jetzt unsere Base.
Dann produzieren wir doch gleich mal. Das Land als 17 Waffen auf Nahrung, 10 auf Holz. Um das fränkische Heer zu besiegen. Okay, da gibt es zwei Goldadern. Das für ihn vorteilhafteste Schlachtfeld aus und lockte die erschöpften Ritter hinein und damit in ihr Verderben. Okay, das heißt, wir brauchen schon mal... Wir haben Kamele, ich brauche gar keine Kamele. Wir haben einen großen Kavallerietrupp hier. Gegner spawnt da drüben, bringen wir uns gleich mal in Position. Saladin hat zwei... Das sind Auren, oder? Die man umschalten kann. Ja, entweder eine oder die andere. Und unser Infanterietrupp da oben. Bringen wir da mal in Position. Wir werden schon ein paar Sperrkämpfer mit dazu bauen, um Kavallerie aufzuhalten. Das ist die Frage, wie weit wir unsere Economy pushen wollen. Auf jeden Fall können wir gleich mal, ich schätze mal, ja, ich meine, Lanzenreiter sind eine gute Wahl, wir können die berittene Bogenschütze mit dazufügen. Da kann man eine ziemlich mächtige Kavallerie ausbilden. Das macht auf jeden Fall Armee Nummer 1. Die Upgrades kommen dann auch alle mit dazu. Kriegen wir Stufe 3 hier auch. Theoretisch wäre Stufe 3 möglich, aber es wird uns Produktionsrate bringen, da muss ich glaube ich einige Gebäude bauen. Ja, wir sind bei der Hälfte, das wird so schnell nichts. Ein paar Dorfbohnen auch noch damit hin. Neuen Satz an. Lanzenreiter. Bisschen was an berittene Bogenschützen. Infanterie ist in Position. Und da kommt der erste Trupp. Das sind da Sperrkämpfer? Das sind Sperrkämpfer dabei, aber wir haben theoretisch berittene Bogenschützen. Das heißt, wir können das eigentlich wegkalten. Noch 1 Minute 20 bis zur nächsten Truppe, die eingrifft. Machen wir genau das Spielchen. Wir laufen ein bisschen vor seinen Sperrkämpfer weg. Wofür hat man Kavallerie und eine Geschwindigkeitsaura? Sobald die wechseln, können wir in den Rest reinchargen. Gott, berittene Bogenschützen, das fühlen sich manchmal schon ein bisschen unfair an. Er zieht uns auch gerade gar nicht. Die Straßen nach Tiberias verzweigten sich in den Hügeln. Vor Saladins Männern lag ein weiter Weg. Den direkten Kampf nochmal Rüstung und dann vorwärts das Aufhalten und mehr Kavallerie. Da muss ich das nicht anzünden, dafür sind das eh noch zu wenig Truppen. Unsere Sperrkämpfer leiden hier ein bisschen, aber... Ist das jetzt an oder aus? So ist es aus, so ist es an. Können wir den zweiten Trupp auch gleich uns entgegenstellen. Und haben neue Truppen mit dabei. Hier mal noch eine Mühle rein für kurze Abgabewege. Ritter schlossen sich der Schlacht an und ritten Hals über Kopf ins Tal. Dass wir das besser aufgestellt sind. Okay, da hat der Kavallerie. Wir haben theoretisch Kamele mit dabei. Das heißt, sein Schaden wird sowieso reduziert. Können wir die Armee ein bisschen auseinanderziehen. Ja, einfach drauf, da breite Front, Rüstungsaura. Der Trupp wird surrounded, das ist nicht gesund. Einheiten laufen vor, aber das ist okay, wenn wir die Armee aufteilen können. Dann natürlich fleißig nachproduzieren. Nicht immer auf die Fights gucken, die Fights laufen dann schon. Wichtig ist es, dass dann auch was nachkommt in Sachen Bevölkerung. Aber dann muss ich das Feuer noch nicht verwenden. Kann ich mir das für später aufsparen. Okay, Reinforcements rein, um das aufzuhalten. Sehr schön. Hier kommt dann mit die Infanterie in Position. Was haben wir denn noch an? Wir haben viele berittene Bogenschützen. Na gut, die produzieren ja auch Lanzenreiter und berittene Bogenschützen. Die brauchen auch Gold. Das heißt, ich habe massenhaft Holz. Es sind noch zwei Golder, dann da können wir noch ein bisschen nachlegen. Jetzt müssen wir Freiter switchen. Als Fronteinheit. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Einfach, dass da ein bisschen was vorne blockt. Aber wie sieht der Trupp so aus? Kavallerie, Sperrkämpfer und Belagerungswaffen. Der nächste Trupp kommt oben. Ich glaube, das kann ich auch mit meiner Truppe tatsächlich abwehren. Einfach, weil Saladin mit seiner Aura da ziemlich durchstützen ist. Die Belagerungswaffen könnten ein bisschen ein Problem werden.
etwas wegkiten ist immer was Schönes. Was, so viele Brandpfeile, die da fliegen, ist schon sehr, sehr ekelhaft. Treffen wir die... Treffen wir die Mange, bevor da... Nee. Die Specken sind dann trotzdem angelaufen. Wir kiten die Sperrkämpfer, glaube ich, gerade weg. Sobald die weg sind, können wir uns den Rest vornehmen. Die sind im Prinzip weg. Die Frage ist, ob der Trupp... Ne, der Trupp reicht hier gar nicht. Okay, da hätten wir vielleicht das Feuer gebraucht. Die Mangeln sind weg. Wir haben einige Einheiten verloren. Wir können die Belagerungswaffen aufhalten. Wir müssen ein bisschen den Trupp loswerden. Langsam wird Nahrung technisch ein bisschen knapper. Soll ich das mal alles... Okay, ihr sammelt da auch noch nicht. Drum ist nahrungstechnisch so wenig los. Der Trupp läuft weiter und weiter. Das ist nicht schön für uns. Und der nächste Trupp. Erstmal wieder auf die Turbo-Aura. Umschränken, doch da kommt unsere Unterstützung, das hilft. Der Trupp soll hauptsächlich Zeit kaufen, dass wir mit unserer Hauptarmee dazukommen. Gott, die spawnen also ziemlich unnachgiebig, einfach Welle um Welle um Welle und dann heißt es ja, kümmere dich drum. Das ist jetzt dein Problem. Weil die haben halt die ganzen Truppen hier vom Gegner schon, finde ich. Das heißt, der nächste Trupp läuft da, glaube ich, einfach stumpf durch. Die laufen dann noch weiter. Okay, hier ist die größte gelbe Truppe, die sollte ich beschützen. Wir kommen den Trupp gerade nicht hinterher, ist das ärgerlich. Und das hier kann ich dann aufhalten mit Feuer. Wir haben nicht unseren Anführer verloren, das hat sich gerade so nach angehört. So, einmal anzünden. Bei zwei Kämpfen, Gruppe 1, nein. Ach, deswegen, ich habe Gruppe 1 gerade in die falsche Richtung gezogen. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ansonsten wirtschaftlich immer noch ein paar, die da untätig sind. Mehr Nahrung. Okay, die schaffen es, den Trupp zu schlagen. Immerhin etwas. Das funktioniert und wir müssen uns sofort in die nächste Position bringen. Das wäre dann des Johanniterordens, ihren Brüdern als Hospitaliter bekannt, ins Getümmel. Nicht genügend Nahrung gerade. Okay, die verlieren das sogar. Das ist extra eklig. Ich dachte, das funktioniert. So, ich meine, hier können wir unterstützen. Die Map ist ein bisschen zu groß. Wir haben zu wenig Truppen. Hätte ich mir die Truppen aufsplitten sollen. Okay, wir sind jetzt aber bei Welle 4. Wenn die Aura aktiv ist, brauchen wir auch nicht mit Rüstung, glaube ich, groß reinrennen, weil die machen eh kaum Schaden. Fernkämpfer nachlegen. Die Position ist ja teilweise auch mega nervig. Jetzt unsere berittenen Bogenschützen da hoch. Stellen unsere Armee dann hier in der Mitte auf, weil da kommt der nächste Trupp dann auf jeden Fall. Ich will die berittenen Bogenschützen quasi gerade separat haben, aber ich muss gucken, dass ich euch nicht... Ich kann euch ja zwei Gruppen geben, dann sollte das kein Problem sein. Weil ich will das Feuer jetzt eigentlich noch nicht einsetzen. Das ist dann der nächste Trupp, das heißt, die müssten wir damit stoppen. Oh ja. Hochmeister der Malteser, okay. Ihr Großmeister konnte seine Fähigkeiten zur Heilung und Stärkung müder Ritter zum Einsatz bringen. Noch sehr viel Holz. Wir sammeln gerade das Gold runter wie ein Irrer. Ist der Trupp rechtzeitig da oben? Sind da noch Speerkämpfer mit drin? Das sind hauptsächlich Bogenschützen. Ach, die haben die Aura immer noch? Okay, den Trupp müssen wir dann auch ausbremsen. Ich
lassen sie es erstmal schön da durchlaufen. Die Roten brauchen eh Weg, um irgendwas kaputt zu kriegen im Normalfall. So, wir gehen nochmal auf Rüstung, dass wir einfach die Gegner mit wenig Damage. Ja, minus 10, also macht 9 Schaden. Okay, deren Anführer ist gerade umgekloppt. Oder umgefallen. Ja, die Einheiten schaffen das dann nach und nach. Da kommt dann der nächste Trupp, der kann das Feuer dann verwenden. Das wird den Trupp brauchen eben das Feuer hinten. Also müssen da schon weiter zurückweichen. Gott, ist das ein zähes Handgemenge. Ich komme noch nicht ganz durch, denn Front hält immer noch ein bisschen. Sieh mal, die Fernkämpfer rankommen würde. Okay, jetzt kommen wir von der Rückseite. Ganz gut ist, jemand da drin einfach kaum Schaden. Gegen unsere Rüstung geht das ja auch noch. Also wir nehmen wirklich minimal Damage. Solange das Feuer an ist, das ist ganz hilfreich. Und dann, ich glaube, nach hier müssen wir den Trupp. Viel Infanterie. Das heißt, Kamelaura bringt uns da auch nicht viel. Habe ich überhaupt noch Kamele mit drin? Ja, ich habe schon noch Kamelreiter mit drin. So, dann Setup hier. Das ist auch wieder so eine Engstelle. Sehr, sehr eklig. Bevölkerungstechnisch. Wie sieht es goldtechnisch aus? 1300 haben wir noch. Sollten gar nicht so viele von euch sein. Sorry. So, das kann dann weg. Dass wir damit Nahrung ausbilden können. Okay, jetzt kommt Welle um Welle um Welle. Wir haben die Mitte noch. Okay, das ist sogar schon Renault selber. Der dann unterwegs. Okay, da kommen ja von überall Truppen und davon gar nicht mehr wenige. Halleluja. Gnade der trunkene Narr. Der stolze Renault höchst selbst stürmte nun im Blutrausch auf das Schlachtfeld der Bühne seines eigenen Vaters. Eventuell muss ich das oben zünden. Mit einem anderen Trupp. Das zeitlich nicht hinläuft. Die kommen sehr zerstreut zeitlich, wie man sieht. Das ist etwas nervig. Sagen da gerade nur Nahkämpfer kommen, ist es noch nicht so wild. Jetzt können wir unseren Fernkampf und Easy wegkiten, die laufen da dann durch und merken, ja, ist nicht so geil. Top haben wir eben hochgeschickt. Ich nutze gerade auch die Palisade gnadenlos aus. Oh, wir brauchen Trupp, der das oben im Brand steckt. Wird mal Zeit, das Feld anzuzünden und uns ein bisschen zurückzuziehen. Ah, da kommt noch was. Schaffen die das? Okay, und jetzt einmal bitte drauf mit Rüstung. Ja, ich muss hier oben behalten. Ich muss den Truppen nämlich aufhalten. Ich hätte mir nachproduzieren sollen, fällt mir gerade so auf. Wieder mal wichtigstes Thema verpennt. So. Dass da Nahrung nachkommt. Den Trupp können wir schon mal schlagen. Ich frage mich, wie lange eben der Debuff aufhört. Oder ab wann der Debuff aufhört. Okay, der Trupp hat es geschafft, das zu schlagen. Das ist gut. Müssen wir nämlich das hier noch kaputt machen. Einmal bitte auf Turbo wechseln. Dass wir möglichst schnell da oben ankommen. Die Armee kommt dann noch. Aber das brennt dann ab. Das heißt, wir haben im Prinzip das Feuer noch. Und dann haben wir alle auch schon verwendet. Müssen wir irgendwie in den Fight. Okay, Gruppe 2 holt gerade Zeit raus. Weil den Trupp würde ich auch genau ein bisschen am Leben behalten. Die Produktion läuft. Cool. Warum haben die Vision auf mich? So, welche Truppe ist am weitesten vor? Eigentlich müssen wir oben zuerst kämpfen. Weil der Trupp braucht eh noch ein bisschen. Wird auch gelegentlich von meinen Reinforcements abgelenkt. Wie viel Rüstung ist das eigentlich? 5 von Nahkampfrüstung. Warum nicht?
Gut, dass noch nicht der ganze Trupp hier angekommen ist. Dann kann man das noch ein bisschen ausnutzen. Und da ging mein Anführer dahin. So viel zu meiner Aura. Ja, hier treffen meine Reinforcements auf dem sein Krimskrams. Oh cool, da hat es Steinruinen, die man abbauen kann. Das heißt, ich hätte sogar defensiv wahrscheinlich mehr anpflanzen können, quasi. Den Trupp muss man irgendwie kaputt kriegen. Das wird die große Kunst. Den Trupp haben wir im Prinzip geschlagen. Ich meine, können wir auf diesen Berg kämpfen? Den Berg kann man auch noch an- und abfackeln. Aber da können wir auch mit den Truppen hier quasi noch vielleicht versuchen zusammenzukämpfen. Die Belagerungswaffen sind einfach abgelenkt von uns und von unseren Reinforcements. Weil deren Truppen laufen zumindest nicht koordiniert hier irgendwo rein, sondern es ist alles ein ziemliches Durcheinander, wobei meine Truppen hier sind auch ein ziemliches Durcheinander. Die Frage ist, ob mein Trupp reicht und ob ich nachbauen kann, ich auf jeden Fall. Am Geld scheitert es nicht. An der Verteilung der Truppen scheitert es gerade. Moment, wir kommen da. Ihr bitte nehmt die Mangel raus. Wir haben viele Fernkämpfer mit dabei. Kein Spaß, dass die meine Mangel kaputt macht. Ist das der Chef? Ja, Renault ist mit dabei. Und mit Renault fällt auch. Schaffen den ersten Trupp, bevor der zweite Trupp ankommt. Dann müssen wir gegen die Speerkämpfer kiten. Als Anführer ist es inzwischen auch wieder am Leben. Jetzt mit einmal mitten durch. Müssen den Trupp noch aufhalten. Ah, das sieht gut aus, eigentlich soweit. Wir haben die Truppe so. Also seine Truppe ist auch im Chaos. Da sind noch seine Belagerungswaffen, die hinterher schleichen. Ja, das ist das Thema mit den Nahkämpfern, die man dann, oder mit den Infanterietruppen, die man da covert, die Truppen dabei hat, die fangen dann immer an, Formation zu laufen. Information laufen ist immer ungünstig, aber das sollte es sein eigentlich. Wir haben Welle Nummer 7 erledigt, Welle Nummer 8 wird hier gerade erledigt. Ist schon so zerstört. Also die Belagerungswaffen sind tatsächlich der letzte Punkt. Und dann war es das. Dann haben wir das im Griff. Und das Ding steht noch, wir können sogar theoretisch noch den Ring hier oben abfackeln. Ich glaube, das wäre eigentlich so der Last Stand gewesen. Aber ging ohne tatsächlich. Einfach Einheiten reingeworfen, das Problem. In einer Wolke aus Pfeilen und Rauch wurde die Schlacht gewonnen. Die Ritter wurden so vernichtend geschlagen, dass fast keiner überlebte. Endlich erfüllte Saladin seinen Schwur und erschlug Renaud mit einem einzigen gezielten Schwerthieb. Es heißt, Saladin habe Freudentränen geweint, als er den Dank für diesen glorreichsten aller Siege aussprach. Ja, damit sind die Franken geschlagen. Damit ist, glaube ich, auch die ganze Sektion zu Ende. Da war das ein Dreier-Missionspakt war. In dieser Zeit, in diesem Zeitraum mit Saladin, wo wir ihn begleitet haben. Ja, Saladins Schwert war standhaft und treu. Sein Schwur, Renaud zu töten, wurde erfüllt. Schließlich stand Saladin der Weg nach Jerusalem offen. Die Hörner von Hittim damit erledigt, der blaue Wolf als Seite der Geschichte. Saladins vertrauter Feldherr Gökböri, bekannt als der blaue Wolf, wurde wegen seiner Loyalität und seiner Errungenschaften hochgeschätzt. Als Erstgeborener des Herrschers von Erbil erbte Gökböri den Titel seines Vaters, aber er wurde von seinem eigenen Oberherrn, den Atabek von Mosul, verraten, der ihn für einen ungeeigneten Herrscher hielt, da ihm das Erstgeburtsrecht verweigert wurde, floh er in Saladins Dienst, um das Volk unter ihm zu vereinen und sich die Gunst des Sultans zu verdienen. Aber erst in der Schlacht von Hittim konnte Gökböris Ehre beweisen. Während Saladins Truppen in die Flucht geschlagen wurden, stellte sich der Bleiwolf tapfer allein dem Angriff der Franken. Seine wilde Entschlossenheit spornte unsere Krieger zurück auf das Schlachtfeld und unser Sieg war gesichert. Saladins Belohnung an seinen furchterregenden General Erbil. Der als Held gefeierte Gökböri machte sich in seiner Heimat gemütlich. Er verbrachte den Rest seines Lebens im Dienst an seinem Volk, musste nie eine Niederlage davontragen, wurde von allen geliebt. Der Chronist. Es ist gerade so eine Zeile, die da abgestellt wird, für die man scrollen muss. So, damit sind wir mit der Mission 4 durch. Also fast Halbzeit. Natürlich geht es dann weiter mit dem nächsten Zeitabschnitt in der nächsten Mission. Bis dahin, macht's gut und ciao.